Israels Regierungschef Netanyahu lehnt den von der Hamas vorgeschlagenen Waffenstillstand für Gaza ab. Die EU und die NATO betonen ihre Unterstützung für Kiew. Die USA schwächeln derzeit hingegen. Spanische Landwirte stemmen sich gegen gemeinsame Agrarpolitik der EU. Rekord zu Beginn des Jahres, Januar 2024, war der wärmste aller Zeiten. Nach einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken gab Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bekannt, dass er den von der Hamas vorgeschlagenen Waffenstillstand ablehnt. Der Regierungschef setzt auf den Sieg seiner Armee in Gaza. ומתקדם בשיטתיות להשיג את כל מטרות המלחמה שאנחנו בדרג המדיני הצבנו לו. חיסול החמאס, שחרור כל החטופים והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. Netanyahu erklärte zudem, dass die Armee nun auch in Rafah angreifen soll, wohin zehntausende palästinensische Familien geflohen sind. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat am zweiten Tag seines Besuchs die kontinuierliche Unterstützung der EU für die Ukraine unterstrichen. Bei seinen Gesprächen mit Präsident Wladimir Selenskyj und seiner Regierung sagte Borrell zu, dass die EU der Ukraine bis Ende des Jahres über 1 Million Artilleriegranaten zur Verfügung stellen wird. Finanzielle und militärische Hilfe sind für Kiew lebenswichtig. Das Militär verfügt angeblich über keine Munition mehr. In Brüssel hat NATO-Chef Jens Stoltenberg betont, dass der Kampf in der Ukraine weitreichende Folgen hat. Today allies reiterated their support for Ukraine. This is not charity, it is in our own security interest. A Russian victory would weaken us and embolden not just Moscow, but also China, Iran and North Korea. That matters for Europe's security. And it matters for America's security. In den USA wächst unterdessen die Sorge um die schwächelnde Unterstützung für die Ukraine. Republikanische Senatoren haben auf Druck von Donald Trump ein umfassendes Gesetz blockiert, das strenge Grenzbeschränkungen vorsieht und neue Hilfen für die Ukraine und Israel. Die Senatoren versuchen nun, eine neue Version des Gesetzentwurfs zu erstellen, die verabschiedet werden kann. Eine Version, bei der alle Maßnahmen zur Grenzsicherung gestrichen werden und die Teile der Auslandshilfe übrig bleiben. Amtsinhaber Ilham Aliyev hat die Präsidentenwahl in Aserbaidschan laut Hochrechnungen mit mehr als 93% der Stimmen gewonnen. Er wählte zum ersten Mal in Bergkarabach. Der vorausgesagte Sieg des Präsidenten wurde von seinen Fans in Baku gefeiert. Seit der Einnahme der zuvor von Armenien kontrollierten Region Bergkarabach erfreute sich Aliyev zunehmender Popularität. Deswegen hat er auch vorgezogene Wahlen anberaumt. Now is a historical chance about a peaceful transformation of the region and also with an ultimate goal of signing the peace treaty between Armenia and Azerbaijan and normalizing the relations between two countries. As such, it could also have an effect for wider transformation of the region of the South Caucasus. But in the meantime, after the election, Azerbaijan enters a new stage of its social, economic and political development as such. And once again, this war is over, but was one of the priority for the Azerbaijani government and Azerbaijani people. Once Azerbaijan's territorial integrity has been ensured, now the new ambitions and new national dreams are emerging on our agenda. This national dream is about a peaceful development and further social economic development of Azerbaijan. Die Wahlbeteiligung und der Zuspruch für Aliyev war aserbaidschanischen Berichten zufolge in Bergkarabach besonders hoch. Geleceğimiz yani afan olsun, sülh içinde yaşayalım. Die armenische Bevölkerung war im vergangenen Jahr aus dem Gebiet geflohen. Dürren und hohe Produktionskosten sind Faktoren, die auch die spanische Landwirtschaft belasten.
Bauern protestieren gegen die Vorgaben der Europäischen Union im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik. Venimos de un 2023 con la campaña de cereal más cara de producir de la historia y luego con unas lluvias pues de las más bajas también en un montón de años atrás, en este 2023. Eso pues ha generado la tormenta perfecta, que queremos decir que ya no podemos más. Neu eingeführte bürokratische Hürden zum Umwelt- und Tierschutz machen es den Agrarwirten schwer, die Voraussetzungen für den Bezug von EU-Finanzmitteln zu erfüllen. Por supuesto, nosotros queremos producir sin hacer daño al planeta, pero claro, ya un fundamentalismo medioambiental extremo que lo único que proteja es al planeta y a nosotros nos desproteja totalmente, pues claro, no es sostenible en el tiempo. Während EU-Regularien die Produktionskosten innerhalb der Union erhöhen, fordern Landwirte, dass Produktimporte aus Drittländern die Anforderungen aus Brüssel ebenfalls erfüllen müssen. Sie kritisieren etwa Handelsabkommen mit Marokko. Spediteure haben sich den protestierenden Landwirten angeschlossen, denn in Italien und Portugal sollen Häfen als Tor für Waren aus Drittstaaten dienen. Das sehen sie kritisch. El cáncer nuestro está en los puertos de España. Los agricultores, ganaderos y transportistas aseguran que no dejarán sus movilizaciones y los paros hasta que Bruselas escuche sus demandas, con la Agenda 2030 en el foco de la batalla. Estas protestas que recorren Europa son la muestra del divorcio entre la Europa urbana y la Europa rural, que vive atrapada entre las consecuencias del cambio climático y las políticas necesarias para atajarlo que se han tomado a su juicio sin tomarlos en cuenta. Una cuestión que sin duda jugará un papel determinante en las próximas elecciones europeas. Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Landwirte protestieren vor dem Europäischen Parlament, dieses Mal in Straßburg. Sie fordern weniger und einfachere Regeln und einen fairen Wettbewerb in Europa. Unterdessen debattieren die Gesetzgeberinnen über die größte Krise des Agrarsektors der letzten Jahre. Si, on reçoit des subventions de l'Europe, mais bon, c'est aberrant de travailler. On préférerait gagner notre vie correctement avec ce qu'on vend, plutôt que de dépendre de subventions. Angesichts der jüngsten Spannungen ist es vielleicht interessant, daran zu erinnern, dass die Landwirtschaft traditionell der größte Empfänger von EU-Mitteln war und ist. In der gegenwärtigen Haushaltsperiode, also zwischen 2021 und 2027, beträgt der EU-Haushalt insgesamt 1,21 Billionen Euro. Die Agrarsubventionen machen fast ein Drittel davon aus, nämlich 386 Milliarden Euro. Der ehemalige Agrarkommissar Dacian Ciolos, heute Abgeordneter, nennt das derzeitige Unterstützungssystem veraltet. The wrong is the way that this money is used. And it's shared. And in my opinion, decoupled direct payment that we have for now several decades are not adapted to the societal demand related to farming activities. You know, if you ask farmers, they don't ask more subsidies. They ask a better price for their production. Philipp Lamberts von den Grünen sieht den Kern des Problems darin, dass 80% der Gelder bei den industriellen Akteuren, den großen Agrarunternehmen, landen. Kleinbauern werden in der Regel nicht so effektiv subventioniert, aber von Handelsketten unter Druck gesetzt, die die Preise drücken. So indeed these people are being crushed. And if you want to change that, well first you have to change the market structure and curb market power of both suppliers and above all their customers. I mean, big retail and agrobusiness, you need to curb their market power so that farmers, I mean, real farmers, can really earn a living from their work. And then for all the services that they lend to society in terms of restoring water quality, restoring biodiversity, soil quality, and all the rest of it, which is something they cannot sell, for that, they need to be rewarded by the Common Agricultural Policy. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums gibt es Forderungen, die Subventionen ganz abzuschaffen. The Czech farmers, they're constantly recommending, let's take all the subsidies off. No man. We are ready to compete, but it must be a fair competition.
Im Moment steht jedoch eine weitere Reform der gemeinsamen Agrarpolitik nicht auf der politischen Agenda. Und die Subventionen sind bis zum Ende der aktuellen Haushaltsperiode 2027 festgelegt. Der erste Monat des Jahres 2024 war weltweit der wärmste Januar seit Beginn der Aufzeichnungen, mit einer durchschnittlichen Oberflächenlufttemperatur von 13,14 Grad Celsius. Der Wert liegt damit 0,7 Grad über dem Monatsdurchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Bisher hatte der Januar des Jahres 2020 als wärmster seit Beginn der Aufzeichnungen gegolten. Das hat der Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels mitgeteilt, der vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage umgesetzt wird, im Auftrag der Europäischen Kommission und mit EU-Mitteln. Im Januar 2024 war es in weiten Teilen Europas überdurchschnittlich feucht, wobei Stürme Nord- und Südwesteuropa heimsuchten. Bei einem Erdrutsch in Georgien sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des georgischen Innenministeriums werden noch 5 Menschen vermisst. 4 Häuser wurden verschüttet. Der Erdrutsch ereignete sich im Dorf Negeti in der georgischen Gemeinde Bagdadi. Der Leiter des georgischen Katastrophenschutzdienstes sagte, dass intensive Such- und Rettungsmaßnahmen für die 5 Vermissten im Gange seien. Mehr als 200 Rettungskräfte seien vor Ort im Einsatz. Etwa 70% des Gebiets seien geräumt worden.